Recruiting, Talentmanagement ist am Ende ein großer, großer Teil auch Marketing. Du hast eine schöne Geschichte mitgebracht, die genau dazu passt und auch zu der Fragestellung, Mensch, wie schafft man es denn auch mehr Mitarbeiter zu gewinnen? Da ist mir diese Geschichte eingefallen, die wir jetzt hier gerade bei uns in der Firma bei Xhour die letzten paar Tage erleben durften. Und zwar... Und Michael, es kann sein, dass dich vielleicht manche noch nicht kennen. Von daher wäre die erste Frage gleich an dich. Wer bist du überhaupt? Dankeschön, Simon. Freut mich, hier bei dir dabei sein zu dürfen. Ja, Michael Assauer mein Name. Ich bin ursprünglich Rheinländer, war dann lange in Hamburg, bin jetzt mittlerweile in Wien. Und ja, ich komme so aus der Tech-Industrie. Ich habe früher einige Technologiefirmen gebaut, viel Software im Mobile oder auch im Mobile-Mobility-Bereich gebaut. Und mittlerweile bin ich in Richtung B2B-Marketing weitergezogen, weil ich gelernt habe, dass ich das einerseits, glaube ich, ganz gut kann beziehungsweise gelernt habe über die Jahre meine eigenen Unternehmen und Produkte und dass ich damit dann jetzt auch heute Unternehmen eben dabei helfe, gutes B2B-Marketing zu machen, die Verkaufspipeline mit guten Verkaufsgelegenheiten zu füllen, das, was eben gutes Marketing machen soll im tiefsten B2B-Geschäft. Hervorragend. Und das ist eine schöne Überleitung, weil ich auch immer sage, Recruiting, Talentmanagement ist am Ende ein großer, großer Teil auch Marketing. Und du hast eine schöne Geschichte mitgebracht, die genau dazu passt und auch zu der Fragestellung, Mensch, wie schafft man es denn auch mehr Mitarbeiter zu gewinnen? Und da sind wir ja genau im Thema. Ja, genau. Also da ist mir diese Geschichte eingefallen, die wir jetzt hier gerade bei uns in der Firma bei Xhour die letzten paar Tage erleben durften. Und zwar ist es so, dass wir, also ein guter Kollege von mir, der hat seine Firma gegründet im Bereich Quantencomputing. Und dazu muss man verstehen, das ist eine Firma, die besteht eigentlich komplett nur aus Nerds. Also wirklich rein... Ich glaube, er hat erzählt, Doktorenquote bei denen im Team liegt so bei 80% und dann eben nur Physiker, Informatiker, Quantenphysiker und so weiter und so fort. Also wirklich die krassesten Nerds, die man sich so vorstellen kann. Und jetzt waren sie dann vor der Herausforderung, dass sie zum ersten Mal jemanden für ihr Marketing einstellen wollten. Und da natürlich Nerds, die sie eben sind, ziemlich dran gescheitert sind. Weil sie natürlich überhaupt keine Ahnung haben. Erstens, wen man da so braucht, worauf man achten sollte, wie man Marketing-Leute jetzt überhaupt anspricht. Und natürlich die große Herausforderung, wie man überhaupt solche Marketing-Leute findet, die wiederum kompatibel mit diesen Nerds ist und dann auch noch dieses hyper-nerdige Produkt irgendwie vermarkten kann. Ja, also es war wirklich so ein ziemlicher Culture-Clash, den ich da beobachtet habe. Und jetzt aus meiner Brille, ich stelle mir das natürlich dann direkt ziemlich einfach vor, weil... Wir machen mit unseren Kunden häufig so eine LinkedIn-Performance-Recruiting-Strategie. Kann ich gleich gerne mal tiefer reingehen, wie die genau funktioniert, weil die kann man auch relativ easy für sich selbst einfach mal so oder so ähnlich anwenden und ausprobieren. Und die führt eben dazu, dass man sehr, sehr, sehr schnell sehr gute Bewerber zu einem sehr günstigen Preis auch für wirklich premiumlastige Positionen bekommen kann. Über LinkedIn, ne? Was normalerweise, ne? Social Recruiting und so, da sagen ja irgendwie die meisten, ja, ist schwierig über LinkedIn. Aber wenn man es richtig macht, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es dann relativ schnell gehen kann. Auch dort zu einem sehr günstigen Taler gute Leute oder gute Bewerber zumindest erstmal, passende Bewerber generieren zu können. Auch vom passiven Bewerbermarkt. Und ja, dann haben wir jetzt vor ein paar Tagen eben diese Kampagne, ich glaube jetzt gerade ist Tag Nummer 3, wo wir hier gerade sprechen, wo diese Kampagne läuft. Und es gibt jetzt mittlerweile schon 21 Bewerbungen. Natürlich gibt es dann auch eine automatisierte Vorqualifizierung. Und es sind jetzt so vielleicht eine knappe Handvoll Leute dabei, die... lustigerweise von den Kenntnissen her einerseits Kenntnisse im Bereich, also wirklich im tiefsten Tech-Bereich haben, ne? Quantenphysik, Molekularbiologie etc. pp. Und andererseits aber Marketer sind, was natürlich schon ja, eine relativ außergewöhnliche Kombination ist. Und das jetzt in diesem Fall auch nur auf Frankfurt begrenzt, aktuell diese Kampagne. Und ja, das fand ich dann natürlich wieder sehr augenöffnend und sehr cool und sehr spannend und hat mich natürlich dann auch sehr gefreut, dass ich dann hier meinem Kollegen da, hoffentlich finden Sie da jetzt auch aus diesem Kandidatenpool jemanden, den Sie dann auch wirklich gut einstellen können, aber dass ich ihm da jetzt halt hoffentlich dann auch schön mithelfen kann. Und das, ja, das ist einfach so eine Story, die hat mich
jetzt die letzten Tage da sehr beschäftigt und erfreut. Nerd sucht Künstler, fällt mir dazu ein, ja. Ja, zum Beispiel, ja, genau. Spannend, spannend. Ich kann mir das bildlich sehr gut vorstellen, auf jeden Fall, wie diese Interviews ablaufen. Was würdest du denn sagen mit deiner ganzen B2B-Marketing, Sales-Erfahrung aus den unterschiedlichen Unternehmen und jetzt auch mit dem Blick ins Recruiting? Wo siehst du denn so Überschneidungen, ja, die vielleicht auch Firmen manchmal So vergessen? ganz grundsätzlich ist es ziemlich stark von ähnlichen Psychologien abhängig, ne? Egal eigentlich, ob ich jetzt auf einem Produkt- und Kundenmarkt unterwegs bin oder ob ich auf einem Mitarbeiter-Bewerber-Arbeitsmarkt unterwegs bin. Als Unternehmen stehe ich ja in der Mitte. Als Unternehmen bin ich im Prinzip ja ein Marktplatz, wo die Ressourcen von der einen Seite des Marktplatzes, nämlich die Arbeit meiner Mitarbeiter, die Prozesse, die Systeme, die wir intern im Unternehmen haben, hineinlaufen als Inputfaktoren und dann ein Ergebnis hinten rausläuft, welches ich teurer verkaufen kann, wertvoller verkaufen kann, als eben die Input-Ressourcen, die ich reingesteckt habe. So, ne? So, das heißt, als Unternehmen bin ich immer der Marktplatz zwischen Mitarbeiter, Ressourcen und natürlich auch anderen Ressourcen, aber jetzt hier Fokus Mitarbeiter, Ressourcen rein, Ergebnis, Wert für Kunde raus. Ja? Und auf beiden Seiten muss ich natürlich Marketing machen. Ich muss einerseits Kunden gewinnen und andererseits Mitarbeiter gewinnen. Das heißt, die Psychologien, um diesen Marktplatz zu füllen, sind eigentlich sehr ähnlich. Also, ne, diese Funnel-Denke, diese Trichter-Denke, wenn man jetzt so diesen klassischen AIDA-Funnel sich zum Beispiel vorstellt, ne, Awareness, Interest, Desire, Action, daran kann man sowohl natürlich die Produktvermarktung sehr schön aufziehen, als auch die Mitarbeiter, Werbung, ja. Also auch hier, das ist ja gerade das Schöne an der Sache, wenn ich dann Kampagnen mache, zum Beispiel eben Performance-Kampagnen, dann mache ich ja genau das. Dann versuche ich erstmal bei den richtigen Leuten, die potenziell passen könnten, überhaupt erstmal für die Awareness zu sorgen, ja? Ich werde erstmal sichtbar bei ihnen, weil, wie wir alle wissen, wir wollen im Optimalfall ja nicht die Leute zu uns anziehen, die ohnehin arbeitslos sind, sondern wir wollen natürlich vor allen Dingen die Guten, und die sind meistens nicht arbeitslos, das heißt passiver Bewerbermarkt, das heißt, wir müssen die ansprechen, die sonst nicht auf uns aufmerksam geworden wären, die jetzt nicht einfach so von sich aus sich bei uns bewerben. Ja, Awareness. Kampagnen in Richtung Awareness. Dann muss ich natürlich ein gewisses Verlangen, Desire wecken, indem ich zum Beispiel weiteren oder tieferen Content rund um unser Unternehmen, unser Produkt, unsere Mission, unsere Vision oder wie die Leute sich bei uns weiterentwickeln können, rausgebe. Ja, so dass dann das Interesse, I aus AIDA, das Interesse steigt. Und sie dann irgendwann die Action vollziehen, dann auch wirklich sich bei uns zu bewerben, sich bei uns zu melden. Und genau das Gleiche ist es auf dem Produktmarkt wie auf dem Bewerbermarkt. Dementsprechend in beiden Cases kann man sehr, sehr, sehr ähnliche Psychologien, Kampagnen, Metriken etc. anwenden. Und jetzt ist es ja so, es wird sicherlich auch für Marketing sowie fürs Recruiting gelten, dass es ganz häufig nicht der Erstkontakt ist. Das wäre ja so schön. Und jetzt habe ich heute gerade auch wieder gelesen, ich bin ja auch ein Talentmanagement-Nerd, wenn wir das Wording wieder nehmen, ja, dass überraschenderweise und manchmal auch erschreckenderweise knapp 50% von allen Unternehmen eben noch nicht LinkedIn und Xing aktiv für sich nutzen. Die kennen natürlich die Plattform, nutzen sie aber nicht für ihre Zwecke im Recruiting. Gerade heute ganz aktuelle Studie aus 2024 zu den Trends oder Erfolgsfaktoren im Recruiting. Total schade, ja. Da geht es immer noch zu den Jobbörsen. Da habe ich sogar noch die Zeitung gelesen. Alles auch berechtigt, ja. Am Ende geht es ja darum, wirklich bewusst für die Zielgruppe den richtigen Kanal zu bespielen. Aber LinkedIn und Xing, das ist ja kein Geheimnis, ist auf jeden Fall auch ein sehr erfolgreicher Kanal. Da hast du uns ja auch schon abgeholt. Du hast da eine ganz besondere Methodik, um eben jetzt, ja, den Nerds auch den Marketer finden zu lassen. 21 Bewerbungen in wenigen Tagen, fünf wahrscheinlich sehr passende Kandidaten dabei. Wie machst du das? Also, das grundsätzliche Problem, wenn man jetzt die Funktion der LinkedIn Job Postings beispielsweise jetzt mal herauspickt, ja, also das bietet ja LinkedIn an, dass man einfach seine Job Postings veröffentlichen kann auf der Plattform, sagen kann, hier, wir als Unternehmen haben jetzt folgende Position offen, hier klicken und bewerben, ja. Da ist das grundsätzliche Problem, das haben wahrscheinlich auch schon viele von euch mal erlebt, dass man super viele Bewerbungen bekommt von Personen, die gar nicht wirklich passen. Ja, also
viel auch irgendwie aus Asien, aus Afrika, aus Südamerika, whatever. Auf jeden Fall kriegt man sehr, man wird regelrecht mit Bewerbungen zugebombt von Personen, die nicht wirklich passen. So, jetzt kann man da noch Budget drauflegen, ja, also LinkedIn sagt dann auch, ja, du kannst auch noch irgendwie 50, 100, paar hundert, paar tausend Euro noch auf dieses Jobposting drauflegen, um dafür zu sorgen, dass noch mehr Leute sehen. Aber die Targeting-Möglichkeiten, die sind da sehr beschränkt. Also man kann dann halt so ein paar Sachen angeben, was die Leute für Kenntnisse haben sollen. Aber das war's dann auch schon, ne? Also auch da sorgt man eigentlich nur dafür, dass man noch mehr Bewerbungen bekommt von Leuten, die man gar nicht gebrauchen kann. Naja, allerdings hat das Ding eine geile Funktion, nämlich, dass man diese Vorqualifizierungsfragen festlegen kann, ja, und sich dann die Leute dort mit ein paar Klicks sozusagen durchklicken können, Fragen beantworten können und dann auch mit einem Klick sich bewerben können, ja? Wenn sie sich schon mal irgendwo anders beworben haben, ist sogar ihr CV schon hochgeladen, dann müssen sie wirklich nur noch einen Klick machen. Und das ist natürlich eine geile Funktion wiederum. Und jetzt habe ich mich dann gefragt, okay, wie kann ich denn jetzt diese wunderbare Funktion, ja, der Vorqualifizierung, der Fragen beantworten und der Ein-Klick-Bewerbung, Easy Apply und so weiter und natürlich dem großen Zielgruppenbesitz, den LinkedIn da hat. Also auf LinkedIn sind ja die richtigen Leute unterwegs. Nur wenn ich das einfach so ein Standard-Job-Posting mache, dann sehen die halt mein Job-Posting nicht. Ne? So. Habe ich mich gefragt, wie kann ich denn diese Vorteile nutzen, ohne die Nachteile von diesen LinkedIn-Job-Postings zu haben? Und dann, ja, haben wir angefangen, diese Job-Postings erstens so zu bauen, dass sie wirklich sehr viele Vorqualifizierungsfragen enthalten. Ja, also das sind dann wirklich manchmal 20, 25 Fragen, die wir da abfragen. Das heißt, alle, die dann auch zum Beispiel sich aus Fernost bewerben würden und gar kein Deutsch verstehen, die können sich gar nicht mehr bewerben. Das heißt, die fliegen halt direkt raus. Was die Fragen an sich angeht, benutzen wir da auch so eine bestimmte Psychologie, die sozusagen auch wiederum dann dafür sorgt, dass die richtigen Leute automatisiert durchgelassen werden und die falschen Leute 90% automatisiert sozusagen aussortiert werden. Und das führt dann auch dazu, dass man sich am Ende nur noch sozusagen mit denen kommunizieren muss, die auch zu einer hohen Wahrscheinlichkeit wirklich passen. Und dann machen wir Folgendes: Dann schalten wir LinkedIn-Werbeanzeigen, klassische LinkedIn-Werbeanzeigen, ja, die gar nichts erstmal mit diesem Jobposting zu tun haben, klassische LinkedIn-Werbeanzeigen auf dieses Jobposting. Dann wird sozusagen dieses Jobposting zur Landingpage und der Vorteil ist, dass man bei LinkedIn-Werbeanzeigen sehr laserscharf targetieren kann. Ja? Also jetzt zum Beispiel mit diesem Beispiel hier in Frankfurt, da konnten wir dann sagen, hey, wir wollen Leute haben, die dauerhaft in Frankfurt wohnen, die Kenntnisse haben in Quantenphysik, in generativer KI, in Biomechanik, whatever. Und die Marketers sind, die im Marketing arbeiten und die beispielsweise eine bestimmte Jahreszahl an Berufserfahrung haben und die was auch immer. Ja, also man kann wirklich ja super, 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 super laserscharf das Targeting aussteuern. Und das ist dann diese magische Kombination, ja, dass du also LinkedIn-Werbeanzeigen machst und dieses laserscharfe Targeting der LinkedIn-Werbeanzeigen nutzt, da brauchst du auch gar nicht viel Tagesbudget. 20, 30 Euro reichen da locker. Und das kombinierst du dann mit der Stärke von diesen Jobpostings und dem Easy Apply und den Vorqualifizierungsfragen nach einer bestimmten Psychologie. Und übrigens auch die Werbeanzeige, also auch das Creative und die Copy in der Werbeanzeige, folgen auch einem bestimmten Aufbau. Kannst du gerne mal einfach bei, oder können aber bei uns gucken, einfach bei Xhauer, wie wir da die Werbeanzeigen so aufbauen, folgt auf jeden Fall einer Psychologie, die man so auch nicht kennt, also die so auch komplett anders ist als das, was man sonst so kennt an Recruiting-Anzeigen. Und dadurch kriegt man es dann eben hin, dass die richtigen Leute erst deine Ad und danach das Jobposting sehen, die richtigen Leute angezogen werden, die richtigen Leute Interesse aufbauen, die richtigen Leute sich bewerben, vorqualifizieren und dann bei dir aufploppen, sodass du von da aus sie weiter verarbeiten kannst. Und das ist etwas, das ist Bewerber generieren über LinkedIn, die sehr gut passen, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sehr gut passen, nahezu for free. Ja, also da hast du dann wirklich, wie gesagt, 30, 40 Euro pro Tag und hast dann da richtig, richtig, richtig gute Bewerber. Und das, ja, das ist einfach ein Kniff, den wir dann auch sehr gerne so mit unseren Kunden anwenden. Und wo bisher es zumindest immer so war, dass da auch gute Bewerbungen bei rumkamen. Klingt auf jeden Fall nach einem Recruiting-Hack. Habe ich so auch
selten gehört, dass jemand so fortgeht auf jeden Fall. Und ich glaube, Gib's ganz zu, hast du viele. noch nie gehört? Ich habe LinkedIn und Werbeanzeigen mit Recruiting habe ich schon mal verbunden bekommen, aber so in dem Stil und Klar. auch dieses Messerscharfe, da hast du ja genau recht. Da hat Ja. LinkedIn einfach einen Vorteil gegenüber Facebook, Instagram und Co. Ist einfach diese Zielgruppe, die man noch viel, viel, viel genauer bestimmen kann. Ja, Und laserscharf. zusätzlich ist ja dazu, bei Facebook ist man sich manchmal nicht ganz sicher, ist die Zielgruppe wirklich auf dieser Plattform? Bei LinkedIn kommt natürlich auch die Position an, bei deiner auf jeden Fall. Aber wie würdest du sagen, um das vielleicht auch noch mehr zu entzaubern, wie viel Aufwand ist das unabhängig von dem Invest, um jetzt so eine Anzeige, wie du sie angesprochen hast, auf jeden Fall auch umzusetzen? Gut, wir machen das jetzt hier nahezu jeden Tag, ne? Es ist ja nicht unser Kernbusiness, Performance Recruiting anzubieten. Wir machen es halt für einige unserer Kunden auch, wo es einfach passt, wo wir da eben auch gut mithelfen können. Deshalb für uns ist es jetzt natürlich vergleichsweise weniger Aufwand, ne? Man setzt sich eine Stunde am Anfang zusammen, definiert genau, wen man haben will, definiert bestimmte Trigger Points und Kommunikation und Psychologien, die man dann eben in den Kampagnen benutzt und dann nochmal ein paar Stunden, um das Ding aufzusetzen. Und dann muss man aber natürlich auch, weil man ja jeden Tag das Ads-Budget drauf laufen hat, man muss sich dann auch ein Stück mit LinkedIn Ads auskennen, wissen, wie man das Targeting macht, wie man das Media Buying macht, wie man die Bidding-Strategie macht, welche Ads-Formate man benutzt und so weiter. Also da muss man sich schon einmal aneignen, ja, oder man lässt es halt machen. Ja, wenn man es jetzt noch nie gemacht hat, sich mit all dem gar nicht auskennt, dann ist es natürlich nochmal deutlich mehr Arbeit, ist klar. Aber auch das, ja, muss man halt einmal lernen und dann kann man danach es natürlich immer wieder replizieren. Also mittlerweile, ich habe gestern eine neue Stelle hier für uns veröffentlicht, nach genau dieser Systematik. Mittlerweile eine neue Stelle, ich mache halt Copy-Paste, die Klar. Kampagne und das Job-Posting und auch die Texte und so weiter. Das ist alles sehr standardisiert mittlerweile. Mich kostet das jetzt halt noch eine Viertelstunde, eine neue Kampagne zu launchen, ne? Jetzt haben wir so ein Beispiel, wo du sagst, okay, klar, wenn man sich auskennt, aber das ein paar Mal gemacht hat und das wird ja ein Recruiter auch ein paar Mal machen im Jahr wahrscheinlich. Es gibt nämlich nur eine Vakanz im Jahr, 15 Minuten oder lass es einen sein, der sich nicht so tief auskennt in den Themen wie du. Eine Stunde sein, eine Stunde für 20 Bewerber innerhalb einer Woche. Das ist natürlich gigantisch, sage ich mal, im Hebel und viele Unternehmen unterhalten sich immer noch darüber, ja, welche Jobbörsen wir denn zum Beispiel morgen nutzen können oder dass eben gar keine Bewerber zustande gekommen sind und man einfach mal ein halbes Jahr abwarten musste. Es gibt also noch so viel mehr Techniken, die viele vielleicht auch noch gar nicht kennen. Das ist vielleicht ein Impuls dann auch von dir. Aber gibt es denn Unternehmen, wo du sagst, ihr Lieben, das ist nichts für euch? Gibt es Stellen oder auch Unternehmen, wo du sagst, nee, sorry Leute, das ist nichts für euch? Naja, also diese Funnel-Denke, wie ich sie gerade hergeleitet habe, die funktioniert natürlich für jede Position, jede Stelle grundsätzlich so. Ja? Egal, ob ich einen Baggerfahrer suche oder einen CEO für ein Beratungsunternehmen. Ja? Egal. So. Awareness, Interest, Desire, Action. Natürlich muss ich das jeweils auf den Plattformen und Medien tun, wo diese Person auch unterwegs ist. Ja, also wenn wir jetzt Beispiel LinkedIn haben, da sind natürlich dann eher White-Collar-Worker unterwegs. Ja, der Baggerfahrer wahrscheinlich weniger auf LinkedIn unterwegs. So, aber dafür ist der halt bei Insta unterwegs oder bei TikTok oder bei Facebook unterwegs oder bei YouTube unterwegs. Und dann mache ich halt Social Recruiting dann eher so klassischerweise, wie es die ganzen Agenturen machen, halt dann über Facebook, Insta und Co., ne? Deshalb spezialisieren die sich ja auch mehr auf Blue-Collar, Worker, so diese ganzen, Social Recruiting-Agenturen. Aber ja, ich habe eben nochmal Methodik gesucht, wie man auch sehr, sehr, sehr gute High Potentials eben im White-Collar-Bereich über eine Social- bzw. Performance-Recruiting-Methodik finden kann. Und dann gehe ich halt dahin, wo die sind, nämlich auf LinkedIn. Verstanden. Genau. Und ich habe noch eine abschließende Frage. Ja. Und ich will nicht, dass du die Hosen komplett runterlässt, aber Egal, hau raus, alles ist erlaubt. du hast so schön gesprochen von der Psychologie, die ihr, sage ich mal, in einer besonderen Art und Weise anwendet. Hast du da vielleicht so zwei, drei Nuggets, wo du sagst, da achtest du grundsätzlich drauf, ohne vielleicht alle Geheimnisse zu verraten, aber wo du sagst, okay, es sind immer die und die Punkte, die wichtig sind. Oder die und die Fragen kommen immer vor. Klar, dass ihr nicht alle 20 immer gleich nutzt, aber wo du sagst, Simon, okay, die drei Nuggets, die schenke ich dir noch zum Abschied. Also, die goldene Regel, egal ob du einen Funnel baust für Akquise, also um die Verkaufspipeline zu füllen, oder für die Bewerberakquise, also eben die Mitarbeiterpipeline zu füllen. Du verkaufst immer nur den nächsten Schritt. Ja? Ganz wichtige Funnel-Psychologie. Egal an welcher Stelle du gerade bist, wenn du jetzt
ganz oben im Funnel anfängst, eine Werbeanzeige schaltest, um erstmal überhaupt bei den richtigen Personen sichtbar zu werden, dann schreibst du da zum Beispiel bei dem ersten Touchpoint, schreibst du nicht hin, hier klicken und bewerben, sondern du schreibst hin, hier klicken und schau dir mal mehr Infos zu dieser Stelle an, ob sie zu dir passen könnte. Ja? Beispiel. So, dann bam, dieser Schritt. Dann öffnet sich das Jobposting mit der tieferen Beschreibung. Dann, auch hier, schreibst du nicht hin, hier klicken und bewerben, sondern du schreibst dann zum Beispiel hin, hey, im nächsten Schritt geh doch mal durch die Auswahlfragen und guck, wie du da jeweils darauf antwortest und wie du mit diesen Fragen sozusagen harmonierst. Dann, weil du es angesprochen hast, was steht in den Auswahlfragen? Wie gesagt, ich kann wirklich nur einladen, sich das einfach mal bei uns auf LinkedIn anzugucken, bei Xhower, da ist es, da kann man einfach direkt das einmal sehen. Aber was man zum Beispiel gut machen kann, die Auswahlfragen auch dafür zu nutzen, um natürlich die falschen Leute abzustoßen, ja? Also das willst du eh die ganze Zeit. Du willst eigentlich eher die Falschen die ganze Zeit abstoßen. Mit diesem Mindset würde ich da auch rangehen. Ja, also dass du wirklich aus der Fülle heraus agierst und mit jedem Schritt eigentlich auch versuchst, möglichst viele Leute auszusortieren. Und deshalb frage ich dann zum Beispiel in einer Frage bei uns im Funnel, frage ich einfach, wie sehr identifizierst du dich mit unseren Werten Disziplin und Performance? Ja? Wo ja schon viele dann so sagen würden, bestimmte Persönlichkeitstypen würden halt sagen, wow, Disziplin, Performance, nee, komm, hör mir auf. Oder auch noch ein kleiner Hack, dass du jetzt zum Beispiel nicht fragst, wie sehr bist du A-Player, wie sehr bist du Macher, wie sehr bist du irgendwie High-Performer? Ne? Das ist irgendwie natürlich eine relativ leere Frage, sondern dass du die Referenz nutzt in der Frage, über Dritte zu gehen. Dass du also zum Beispiel sowas fragst wie, wie sehr würden deine aktuellen Kollegen über dich sagen, dass du ein High-Performer bist, der auch regelmäßig mal die Extrameile geht? Und dann lässt du sogar noch den Konjunktiv weg. Das ist auch übrigens eine schöne Frage, auch nochmal ein kleiner Hack. Den Konjunktiv weglassen kann man auch im Bewerbungsgespräch gut machen, indem man zum Beispiel sagt, wenn ich jetzt gleich deinen letzten Chef anrufe, nicht wenn ich ihn anrufen würde, aber wenn ich jetzt gleich deinen letzten Chef anrufe, was wird der mir sagen über dich zum Thema XY? Auch ein schöner, kann man auch in diesen Fragen so verwenden, ne? Und so baut man dann sozusagen schön Schritt für Schritt so ein Funnel psychologisch auf.